Sag mal, Timmy hat Schnee auf dem Kopf. Der läuft hier auch halbnackig rum. Ich bin unmöglich. Du wirst bestimmt krank. Ne? Du wirst bestimmt krank. So, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Ja, und wir sollen uns mit Poppy Sweeting treffen. Das machen wir gerade. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt, ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Okay, Oma. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. So. Dann wollen wir mal, ne? Soll ich noch Pilze sammeln? Ich weiß nicht. Ein Centaur. Sei vorsichtig. Die sind nett. Wir sind auf einer Seite. Ein ganzes Schloss und sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Sag doch. Das war aber ein bisschen missverständlich ausgedrückt, Timmy. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Ich will nur mal gucken. Da ist eine Truhe. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Ja, vielleicht. Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Pelze. Arme Tierwesen. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Da ist was. Scheiße. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Bing, bing. Das werden wir gleich machen.
Ich kann hier den Besen nicht benutzen. Warum eigentlich? Mann, ich stehe hier davor. Hier. Ey, Leute. Revelio. Ich habe hier eine Truhe gesehen. Da ist auch noch eine. Bin ich blind? Immerhin. Guck mal, das habe ich glatt übersehen. Das ist gefährlich, Timmy. Aber die Truhe ist wichtiger als dein Leben. Siehst du? Handschuhe, die wir nicht brauchen. Ganz wichtig. Irgendwas Interessantes? Ja, ich habe Handschuhe. Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Handschuhe? Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Vielleicht? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Revelio! Wo müssen wir denn jetzt lang? Was da könnte Kobolde und Wilderer zusammen? Ist das schön. Gibt's hier nicht einen Fotomodus? Warte mal. War das hier? Ah, warte mal. Nein, ich mach das falsch. So, warte mal. Jetzt aber. Jetzt. Ah, jetzt. Nee. Menüvorlese aus. Aha. Ah, egal, wir machen jetzt ein Foto. Da, es gab doch einen Fotomodus, oder nicht? Nee, so geht das auch nicht. Wie ging das denn? Gab es ihn wirklich nicht? Eulenpost, Aufträge, Einstellungen, Herausforderungen. Nee, hier ist er nicht. Wo habe ich da bei Herausforderungen 98%? Ach, bei den Handbuchseiten? Ach so, ich muss hier noch zwei finden, dann habe ich das geschafft. Man muss die denn, man muss nicht alle finden, aber man kann. Hier ist kein Fotomodus, ne? Das ist ein schönes Bild. Ich mache einfach einen Screenshot. So. Geht ja nun nicht anders. So. Hey, da unten. Ich weiß nicht mehr, wie der ging, wenn denn. Aber keine Kreaturen. Revelio. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Sterben. Nähern wir uns mit Desillusionierung? Oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Sterben werden. Ah. Am besten schlägt man im Dunkeln zu. Es ist, als ob dir die Natur selbst einen Schleier bietet, unter dessen Schutz du Unheil anrichten kannst. Sterben. Mit X geht's, ne? Kann ich das nicht? Ich sag nur, es hat zu lange gedauert. Das geht nicht jetzt. Incredicus Totalus! Wer sich mit mir anlegt, landet in 10 verschiedenen Gräbern. In 10 verschiedenen. Wer mich ertränke, steche ich ab wie einen Nockschwanz. Ja, doch. Wenn jemand Ärger sucht, bin ich genau die Richtige. Oh, vorsichtig. Vorsichtig, wo gehst du denn hin? Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Aha. Wir können ja mal diskret vorgehen. Das habe ich ja sonst noch nie gemacht. Also so auf Dauer. Kompletter Incredicus Totalus. Habe ich schon leisere Zentauren gehört. Echt? Nicht umdrehen. Oh, scheiße. Bist du? Oh, das wird unter... Oh, warte. Was hast du getan? Bei Merlin,
Man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Ich brauche mal Reparo. Reparo. Und die Truhe. Wir haben sie alle diskret entsorgt. Also bitte, ja? Fast alle. Nicht identifizierter Gegenstand, Kopf. Kohle. Hier sind ganz viele Kutschen, ne? Wo wolltet ihr denn hinkutschieren? Hier war irgendwas, habe ich gesehen. Irgendwas? Tasche? Beutel? Beutel? Tasche? Weg, Truhe. Revelio. Oha! Das wird wahrscheinlich wieder ein Riesenzelt sein. Was? Bei Merlins Bart? Die haben einen Drachen. Sind das Drachen? Das sind aber viele. Ein Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Okay. Oh, eine sehr gute Idee. Was hat Victor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Helvicus Totalus. Ich komm hier nicht hin, ne? Wo müssen wir denn lang? Da hinten müssen wir hin. Und hier kommen wir nicht durch? Nein. Soll ich jetzt dahinter lang gehen oder was? Ich komme hier nirgendwo durch. Wenn ich hier irgendwo mich jetzt schnell bewege, dann ist der Zauber weg. Ich komme hier nicht mal rüber. Revelio. Ach, hier. Irgendwas? Nein. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an ihrer Seite zu arbeiten. Wie erträgt Renrock es bloß in Rookwoods Nähe? Abscheulich! Nicht mehr lange. Bald stehen wir nicht mehr unter der Fuchtel der Zauberer. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Ei, das ist doch dämlich hier! Mann! Helvicus Totalus! Ich sollte mal nachsehen. Das ist doch echt dämlich! Darf ich mal schauen, was deine Leiche in den Taschen hat? Ich wirklich gern ein Demi-Guys. Na, die müssen wir auch noch sammeln, die letzten. Gut, das haben wir hingekriegt. Revelio. Gut, dass ich das geskillt habe hier.
ist was. Jetzt nehmen wir natürlich alles mit, was wir kriegen können. Der steht ja nicht ohne Grund hier. Mäuschen still hier. Nicht, dass mich das stört. Hast du die Kobolde gehört? Ranrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Der arme Drachen. Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Revelio. Da, die Tür. Ist die verschlossen? Sieh nur, die haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Manning, Manning, Manning. Hallo, Homora. Ich weiß nicht, warum er sich da so langsam bewegt. Sollen heute nicht mehr fertig werden, das wird sein. Ja, nu, jetzt gucken wir uns noch eine halbe Stunde das Ei an. Nun nimm's doch. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Mein? Vorsicht! Ranrock wird seine Drachen unversehrt! Dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Ja. Und du stirbst jetzt. Und so. Kommst du dir jetzt cool vor? Expelliarmus. Protego. Luchum. Lebst du immer noch? Wir haben keine Zeit. Wir müssen sie befreien, bevor noch mehr kommt. Akio. Das war keine gute Idee. Doch. Was finden wir dann wohl raus? Hunger. Was machen die beiden denn da jetzt? Incendio.
hier lang. Die müssen fliehen. Das war ja aufreibend. Ich hätte gern noch gegen die vier gekämpft. Die hätten wir klein gekriegt, bestimmt. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten? Nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Hm. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Mhm. Feuer und Sünde. So, wir sollen jetzt wieder weg hier, würde ich sagen. Würde ich mal vermuten. Ich will jetzt auch nicht zu dieser Arena. Ich werde jetzt hierher zurückreisen. In meinen Raum. Nein, so. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Ne? Ich danke fürs Zuschauen. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Wollen wir gleich mal gucken, was das für Aufgaben sind? Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen, finde die in der Bibliothek. Aha. Zwei Handbuchseiten, okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da oben hin und lassen den einen Niffler frei. Oder, nee, Quatsch, den Niffler doch nicht. Ein Knuddelding hatte ich da noch ein anderes, ne? Und Fupper brauche ich auch noch einen anderen. Ich will mal hier gucken. Ist ausgebrütet. Oh, cool. Da müssen wir eine kleine Kröte haben. Aber hier können wir nur Kröten, ne? Ach, wir können Niffler jetzt auch. So. Und mal gucken, wir müssen ja dann drei Kröten haben. Oh, ich hätte beinahe wieder, ne? Lila Kröte. Hm. Ach nee, die, ich hätte Futter. Das ist... Hm. Was ist das hier hinter mir? Was haben wir denn da? So, kleines Krötentier. Hast du schon eine Warze? Hast du Hunger? Kröte. Gib mal her. Gib mal her. Cool, ne?
cool. So, hier habt ihr was. Ich weiß nicht, ob das euch gefällt. Ich wollte eigentlich Pause machen, ne? Ich wollte eigentlich Pause machen. Und was mache ich stattdessen? Ich gucke mir mein kleines Baby an. Und dann gehen wir aber jetzt noch bei den Knuddelmuffs. Das machen wir jetzt. Ah, hier ist auch noch was. Was? Ein Aluhut? Ja, der ist heute das Mode-Accessoire hoch 3 zum Quadrat. Ist das schon ausgebrütet? Knuddelmuff. Tatsächlich. So, wir haben hier ein... Ach so, ich muss... Freilassen, umbenennen. Ich muss Platz schaffen. Ich muss einen Knuddelmuff einsammeln. So, sollst trotzdem nicht leben wie ein Hund. Wolkenschwinge. Hippogreif. Hippogreif. Futter gibt's auch. Kommt nur gesättigt hier rein. Mann, ich krieg den wieder nicht ausgewählt. Ach, das ist alles. So, jetzt ist er weg. Wir brauchen ja Platz. Jetzt ist alles gut. Wir brauchen... Ich muss gleich noch einen Hippogreif einsammeln, aber das geht alles nicht so einfach, wenn hier so rumgewuselt wird. Das Tierwesen ist beschäftigt. Naja, war das für Fristgrad? Ach Leute, ist der süß. Caligo hat Hunger. Das ist alles ein Fell. Das hatten wir schon. Und du? Du bist auch schon versorgt. Wir gucken mal, wer noch nicht versorgt ist. Wolkenschwinge, gib mir eine Feder. Der kleine Hippogreif, gib mir auch eine Feder. Und du, kleines du, hm? Achso, ich krieg ja dann gleich was. So, dann wollen wir mal gucken. Du gibst mir auch eine Feder. Ich will den anderen, den normalen weißen Hippogreif hier. Den nehmen wir mit, weil wir brauchen ja Platz, sonst wird das ja nichts hier, ne? Ich pass auf dich auf. Genau. Hier liegt noch einer rum. Der ist versorgt. Seid ihr denn jetzt alle versorgt? Hier, dem fehlt noch Liebe. Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze, sie hat schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist mir gegenüber nachsichtiger, wenn du dabei bist. Ja. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. Ich kann die züchten. Das machen wir jetzt mal. Guck mal, dann passt sich das Gehege an. Coole Sache. Ich hoffe, ich habe jetzt alles hier. Den gehen wir nochmal zu den Testralen. Ja, dann wird es nochmal eine lange Folge. Na, geht's euch gut? Da, der Kleine. Ach, der frisst. Müsst ihr jetzt fressen? Ach, Mann! Ah, das ist so dämlich! Du kommst
nur aus Versehen drauf und dann schießt er gleich los. Der ist so empfindlich. Kniesel? Bist du mir noch böse? Das ist doch nicht mit Absicht. Warte. Klein. Die wollen alle fressen. Der hat schon. Du werd fertig. Da hab ich noch was anderes zu tun. Oh, ist das süß. Komm, Kniesel. Da brauche ich einen mit einem Kreuz. Ich brauche einen gekreuzten Kniesel. Damit ich ihn züchten kann. Den Knieselmann. Also man braucht von jedem wirklich nur... Machen die mal. So. Vielleicht habt ihr ja Lust daran. Wir brauchen wirklich mal von jedem was. So, jetzt habe ich aber genug umgeasselt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.